Bremerhaven-Lehe, könnte die Stimmung bei Olaf und Jessica mangels Jobperspektive kaum schlechter sein. Aber immerhin haben die Hartz-IV-Empfänger noch ihre Vierbeiner. Nein, du musst auch runter. Also nur nichts mit Brei. Und wenn ihr nicht gehorcht, dann gibt's gar nichts. Mama sucht euch jetzt was Leckeres zusammen. Rind und Leber in Gelee und einmal Huhn in Soße. Hm. Hallo, das ist leer. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Huhn in Soße, Huhn in Soße. Olaf würde lieber wieder arbeiten, als den ganzen Tag zu Hause zu verbringen. Eigentlich hatte der 50-Jährige einen Job in einer Feuerwerksfirma gefunden. Nach einem Streit mit seinem Vorgesetzten war er diesen aber schnell wieder los. Mann, sag, ihr seid ja schon mal, du. Können wir eine große Gabel diesmal nehmen? Olaf, du hattest eine Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Arbeitgeber. Wie ist das ausgegangen? Da habe ich, seitdem ich das Theater da hatte, gar nichts mehr gehört. Die melden sich auch telefonisch nicht, kommt auch keine Post, es kommt gar nichts mehr. Nee, wie gesagt, ich unterschreibe das Ding nicht und dann lassen Sie sich dabei einfallen. Was soll ich mir denn einfallen lassen? Ja, da habe ich doch gerade gesagt, dass Sie mir einen richtigen zuschicken. Sie müssen das neu aufsetzen und schicken. Wo ist da das Problem bei euch? Jetzt weiß ich gerade gar nicht, mit wem ich spreche und. Mit der Verlobten. Ich lasse mich hier nicht anschreien, weil dann beenden wir das Telefonat. Ja, würde ich auch dann hat keinen Sinn. Weil wir sind uns so einig geworden, sobald meine ID-Nummer da ist, kriege ich meinen Lohn nachgezahlt. Ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil die ID-Nummer kommt einfach hier nicht an, die wir beantragt haben. Aber die müsste normalerweise diese Woche noch kommen, spätestens nächste Woche. Dann bringe ich sie direkt nach runter, dass sie das dann noch am selben Tag bearbeiten können, dass ich dann mein Gehalt, restliches Gehalt noch kriege. Weil solange die Ding nicht da ist, kriege ich auch mein Gehalt nicht. Dann gib das mal einen von den Vieren. Nochmal einen von den Jesse, du wolltest Olaf ja auch noch einen Job bei einer Leiharbeitsfirma besorgen. Was ist da rausgekommen? Bei der Leihfirma ist leider nichts geworden. Schade, aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir gucken einfach weiter. Irgendwann finden wir schon was. Und ja, müssen wir abwarten. Mehr als wir Bewerbungen schreiben kann man nicht und abwarten, ob Antworten kommen. Ob es dieses Jahr noch was wird, steht noch in den Sternen. Ich bewerbe mich andauernd wegen Jobs. Aber ich sehe das nicht so gut, weil ich schätze mal, ich werde dieses Jahr nichts mehr kriegen. Ja, weil ich habe mich jetzt bei 4 Firmen beworben, da warte ich jetzt auf jeden Tag auf Antwort. Weil die wollten sich auch melden und da muss ich jetzt abwarten. Das heißt, jetzt jeden Tag weitersuchen und sich bei mehreren Stellen bewerben, bis man eine Zusage kriegt. Man soll nicht aufgeben. Und das tue ich auch nicht. Und das ist immer ein schönes Bild, wie die reinhauen. Als wenn sie 300 Jahre nichts zu fressen gekriegt haben. Das wird schon alles, Schatz. Ja, klar. Das weißt du doch. Das klappt schon. Ein paar Straßen weiter in Bremerhaven-Lehe kommt Jessica morgens von ihrem Putzjob nach Hause zu ihrem Verlobten Olaf. Neben guten Nachrichten für ihren Liebsten hat die 35-Jährige auch noch Geschenke für ihre Tiere im Gepäck. Hi. Hallo, Lino. Ich habe viele Neuigkeiten für dich. Oh, das, dann kannst du immer nach Hause also kommen. Zwei Überraschungen. Die eine ist, heute war einer von Personal Aktiv da. Und da habe ich dich gleich vorgeschlagen für. Kannst dich heute oder morgen da anrufen und bewerben. Für dich habe ich auch schon Zettel ausgefüllt soweit. Nur was ich jetzt nicht mehr ganz genau wusste, habe ich dann noch ein bisschen freigelassen. Ja, das trage ich dann ein. Ja, da trage ich dann noch für dich ein. Das ist eine Handschrift. Hm. Und ich habe sogar ein Katzengeschirrgeschenk gekriegt. Von einer Kollegin. Oh, warum das denn? Und eine Leine für Lino. Hat sie neu gekauft gehabt. Weil sie musste vorgestern ihre
Mieze, Katze und Huhn einschläfern lassen. Das ist nicht gut. Und wegschmeißen wollt sie es nicht. Geiles Geschirr und geile Leine für Lino. Ja, dann freut er sich, weil er soll sich ja freuen, nicht ich. Das ist Linos wunderschöne neue lange Leine. Ja, dann muss er sich dran gewöhnen, kann er nicht mehr so ziehen wie vorher. Und tada, für Garfield ja, ein neues Geschirr. Das sieht doch gut aus. Ja, schönes Rot. Und bei seinem Fell passt das doch mit Rot. Ja. Viel mehr als Garfields künftige Spaziergänge an der frischen Luft interessiert Olaf aber die Aussicht auf einen neuen Job über die Zeitarbeitsfirma. Was ist denn das für ein Job von der Firma? Also die bieten verschiedene Bereiche an. Die haben über 150 Firmen. Und bei dir habe ich erstmal eingetragen, was mit Reinigung, Kommunizierer und Gartenlandschaftsbau. Und die suchen auf jeden Fall zurzeit eine Reinigung. Also egal ob Männlein oder Weiblein. Für irgendwie mit Hallenreinigung irgendwas war das. Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Bildschirm. Aber das wird er dir, wenn du dich mit ihm unterhältst und einen Gesprächstermin hast, wird er dir das wahrscheinlich beim Gespräch selber auch noch mal sagen. Na, hört sich doch gut an. Bei mir ist es egal, ob ich Reinigungskraft mache oder kommissioniere. Also, ich sag mal, Hauptsache man hat Arbeit, ist ja egal was. Ich freue mich, dass ich mich bewerben kann bei einer neuen Firma, weil ich dann endlich mal wieder arbeiten kann, weil das ja mit der anderen Firma gar nicht geklappt hat. Und ich hoffe, dass das mit dieser Firma jetzt besser klappt, wo ich dann auch länger bleiben kann. Weil Leihfirmen liegt mir, weil das ist für mich auch eine Abwechslung, weil ich da bei mehreren Kunden reinkomme, der verschiedene Arbeiten machen muss. Und man kann durch die Leihfirma auch immer viel zulernen. Und ich freue mich auch schon. Ich hoffe, wie gesagt, dass das klappt. Mein Kuchen, irgendwo bist du nämlich mit hingeschubst, ja. Das ist einmal von Personal aktiv, die Visitenkarte. Und der Stundenlohn liegt bei denen irgendwas bei 11,31 Euro oder 11,51 Euro war das in dem Dreh. Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Bildschirm gehabt. Ja, das will ich ja dann erfahren. Also bis jetzt hast du das richtig. Gut. Bis jetzt. Ja, deine Schuhgröße und Kleidergröße wusste ich leider nicht mehr. Nee, das kann man ja dann nachtragen. Ab sofort ist auch richtig. Ich würde mich telefonisch bewerben. Hoffe ich, dass ich diese Woche noch einen Termin kriege und dann das Gespräch führe, auch mal mit Lebensaufwahl mitbringe und dass ich dann ja, diese oder nächste Woche oder spätestens nächste Woche anfangen kann. Da würde ich mich drüber freuen. Der Bremerhavener Stadtteil Lehe hat traurige Berühmtheit erlangt als ärmster Stadtteil Deutschlands. Über ein Drittel der gut 37.500 Einwohner sind arbeitslos und ebenso viele können ihre Schulden nicht bezahlen. Bei Olaf und Jessica in Bremerhaven-Lehe steht eine Premiere an. Die beiden wollen mit ihrem Kater gar viel spazieren gehen. Denn die 35-Jährige hat heute ein Katzengeschirr geschenkt bekommen. Ja, komm, wollen wir mal ausprobieren, ob ihm das auch passt. Das ja, schöne, schöne rote Geschirr. Noch hast du Glück, noch liegt er doch. Oh, Gaffi, guck mal. Autsch. Was hatten wir mal hier? Ein Geschirr für den lieben, lieben Gaffi? Für den lieben, lieben Gaffi. Mit Gaffi kann man vieles anstellen. Ei, schick. Hier steht hier sogar Ei. So schick. So, Mäuschen, jetzt hast du hier die. Ah ja. Und guck mal, Gaffi, hier ist sogar eine Leine dazu. Eine Leine. Ui. Und kommst du mit? Kommst du mit, Bibi? Kommst du mit? Kommst du mit? Wow. Ja, jetzt will er raus, oder was? Ui. Treppen aus? Ja, komm. Hast du Schlüssel, nee. Wenn was ist? Ja. So, komm hier. Komm hier. Gaffi. Ja, komm. Gaffi. Komm. Ja, du warst schon lange nicht mehr draußen, ich weiß. So, komm. Hier sind wir. Komm mit. Ja, komm. Hier lang. Gaffi. Hier war es andere Umgebung, ne? Gaffi, das machst du ganz toll. Das macht er fein. Da wohnen wir nicht, Gaffi. Nee, Gaffi, da nicht. Also am Anfang ist es ganz normal bei ihm, dass er ein Buschel fremdelt.
weil er hier in dieser Ecke noch nicht draußen war. Da, wo wir vorher gewohnt haben, war er schon zwischendurch draußen, auch am Geschirr und auch im Block gelaufen. Ja, und er war jetzt eine lange, lange Zeit drin, ne? Aber frische Luft tut ihm auch mal wieder gut. Und der Anfang ist immer der schwierige Schritt. Aber ich bin stolz auf ihn. Wir gehen gleich wieder hoch, weil ein bisschen Regen ist ja schön, aber wir wollen ja auch nicht, dass er krank wird. Komm hier, Gaffi. Hause gehen. Komm. Ja, komm. Hause gehen. Komm. Ja, komm. Komm. Start frei. So, komm. Komm mit. Komm, Baby. Komm, Gaffi, frei. Ja, komm, Gaffi. Komm. Der Lino wartet schon auf dich. Ja. Guck mal, mal alleine rein. Oh. Augenschrank haben sie getrunken. Vor Wut. Ich bin sehr stolz auf Garfield, dass er das Geschirr angenommen hat und auch gleich damit losstolzieren wollte. Jetzt hat er sie in seine Höhle gelegt. Und jetzt versucht der Putzer sich erstmal und dann versucht er zu schlafen. Weil das war ein bisschen anstrengend, schätze ich mal. Er muss sich erstmal wieder an die Autos gewöhnen, und wenn Schritt das für Schritt. Ja, und wenn das klappt, dann kann man ja mit Lino und Garfield abends mal raus. Zum Parkplatz hin. Nee, Garfield, ich bin stolz auf dich. Ja, ihr hört er zwar nicht, aber egal. Ach doch, das hat er schon gehört. Aber wie heißt es so schön? Papa, nicht stören, ich wasch mich.